rufe nunmehr den Tagesordnungspunkt 4, die Aktuelle Stunde, zum Thema Zukunft Sachsenbades auf. Einreichende Fraktion ist hier Fraktion Die Linke. Das Rederecht hierzu wurde von der Fraktion abgetreten an Frau Heidi Geiler von der Bürgerinitiative Endlich Wasser in Sachsenbad, die ich sehr herzlich hier im Stadtrat willkommen heiße. Darf Sie bitten, zu uns nach vorn zu kommen, zum Mikrofon, genau. Als Rednerin dürfen Sie die Maske abnehmen und das Mikrofon gehört die ersten 5 Minuten Ihnen. Herzlich willkommen und bitte sehr, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Erster Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte. Mitte der 1990er Jahre waren es Akteurinnen der Sanierungskommission Pieschen, die für eine Sanierung des Sachsenbades kämpften. Die Stadtverwaltung hatte das Sanierungsgebiet Pieschen um das Areal an der Wurzner Straße erweitert und die Nachfragen aus der Bürgerschaft veranlassten die Mitglieder der Sanierungskommission die Bemühungen, um eine Instandsetzung zu verstärken. Mit der Schließung 1994 war nicht das Ende der Nutzung des Gebäudes als Schwimmbad, Sauna, Freizeittreff mit Bowlingbahn besiegelt worden, sondern vielmehr sollte es modernisiert werden. Das war ein Versprechen, auf dessen Einlösung wir fast nun 27 Jahre warten. 2006 übernahmen wir den Staffelstab und gründeten die Bürgerinitiative Endlich Wasser in Sachsenbad. Das Angebot an Wasserflächen in der Stadt hatte sich in den vergangenen Jahren nicht gebessert, im Gegenteil. Diese Situation hat sich, wie zur Einwohnerversammlung von Dr. Lames ausgeführt, zumindest im Sportbereich verbessert. In Dresden teilen sich im Durchschnitt 111 Einwohner ein Quadratmeter Wasserfläche. In den Stadtbezirken Pieschen-Neustadt sind es 934 Einwohner. Der Wunsch, ein neues großes Schwimmbad auf einer Brache zu bauen, ist verständlich. Doch gibt es diese Flächen im Dresdner Nordwesten nicht, zumindest nicht mittelfristig. Und es steht ein Gebäude auf der Wurzener Straße, welches als Schlüsselprojekt im integrierten Stadtentwicklungskonzept der Stadt Dresden identifiziert ist, beruhend auch auf den Ergebnissen einer Dresdner Debatte geführt mit den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt. Wir haben nicht nur gefordert, sondern als Bürgerinitiative ernsthaft nach Möglichkeiten für ein Konzept gesucht. Dass das Gebäude in städtischer Hand bleiben muss, als wichtiges baugeschichtliches Zeugnis, wie auch schon ausgeführt, der Moderne, als Denkmal der sozialen Verantwortung, stand für uns nie in Frage. Im Sachsenbad war neben dem Schwimmbecken Hygiene- und Gesundheitseinrichtungen. An diese Idee anknüpfend haben wir mit Fachleuten aus dem Gesundheitsbereich, Projektentwickler aus dem Schwimmbadbereich, dem Reha-Sport diskutiert und auf der Grundlage der von der STESA 2009 schon erstellten Studie ein Konzept für ein Gesundheitsbad mit eingemieteten Arztpraxen entwickelt. Wer schon einmal ein Rezept für Wassergymnastik hatte, weiß, wie schwierig es ist, einen Kurs zu bekommen. Und wie willkommen wäre da ein solches Angebot? Seit vielen Jahren nutzten wir den Tag des offenen Denkmals, leider immer vor verschlossener Tür, um mit den Bürgerinnen ins Gespräch zu kommen. Der Zuspruch war immer groß und die Erwartungen, Jahr um Jahr endlich in ein der Bestimmung nach saniertes Gesundheitsbad zu können. Berührend war 2018 unsere Aktion Zeitzeugen. Auf einem Aufruf hin meldeten sich Menschen, die hier schwimmen lernten, selbstverständlich, die an Wettkämpfen teilnahmen oder zuschauten, in der Sauna waren oder mit knappem Zeitlimit die Wannenbäder nutzten.
Besonders eindrücklich waren die Geschichten von den Feiern mit den sportlichen Darbietungen, bei denen auch die Galerie als erweiterter Sprungturm genutzt wurde. Heute sicher undenkbar. Der noch heute bestehende Kunstschwimmverein Goldfische hatte hier seine sportliche Heimat. Die nun schon etwas älteren ehemaligen Mitglieder haben uns sehr bildhaft vermittelt, welchen Stellenwert das Sachsenbad in ihrem Leben hatte. Als Treffpunkt mit Freundinnen, als ein Ort, in dem man etwas erleben konnte. Deshalb war es auch immer mehr als nur ein Schwimmbad und würde es auch heute wieder sein können. Die Bedeutung des städtebaulichen Ensembles in Dresdner Nordwesten, welches eindrucksvoll die sozialreformerischen Intentionen der 1920er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zeigte und zu welchem neben dem Sachsenbad eine Wohnanlage, eine Stadtteilbibliothek, eine Parkanlage, ein Sportplatz und eine Kleingartenanlage gehören, wird unserer Meinung nach nicht genug gewürdigt. Leider ist nicht mehr alles im städtischen Besitz. Aber es zeigt das Potenzial, das hier entwickelt werden kann, auf eine ressourcenschonende Weise. Deshalb hat vielleicht auch Herr Dr. Lames es als idealen Standort bezeichnet. Hier ist alles erschlossen. Keine Fläche muss angekauft bzw. verbraucht werden. Die Verkehrsinfrastruktur ist ausgezeichnet und der Standort gut von allen Orten der Stadt erreichbar. Es ist schon erstaunlich, dass über diese vielen Jahre das Sachsenbad nicht vergessen ist und eine große Zahl von Bürgerinnen und Bürgern daran festhalten, hier endlich schwimmen gehen zu können und vielleicht auch wieder zu feiern, vielleicht in 2 Jahren. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einführung in die Aktuelle Stunde und nunmehr für die SPD-Fraktion Herr Engel, bitte sehr. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, das Sachsenbad ist ein Thema, was uns ja jetzt seit einigen Monaten hier im Rat wieder deutlich intensiver auch begleitet. Das finde ich gut. Und ich möchte gerne 3 ganz zentrale Punkte erwähnen, die uns als SPD-Fraktion wichtig sind an dieser Stelle. Zum einen, Herr Wirz hat es ja auch jetzt in der Fragestunde nochmal sich, also nochmal hier für alle auch erläutern lassen durch Herrn Kühn. Das Gebäude ist ein ganz, ganz prägender Teil Pieschens. Und dieses Gebäude müssen wir retten. Es korrespondiert mit der Wohnbebauung, es korrespondiert mit dem benachbarten Sportplatz, mit dem Spielplatz davor. Das ist ein Gesamtensemble. Und ich glaube, da sind wir auch als Stadt in der Verpflichtung, eine Lösung zu finden. Und es liegen da unterschiedliche Lösungsvarianten derzeit auf dem Tisch. Es gibt ein nicht unumstrittenes Konzept des Investors im Ergebnis einer vom Stadtrat beschlossenen Konzeptausschreibung, die damals in der letzten Legislatur mit breiter Mehrheit hier auf den Weg gebracht wurde. Es gibt den Vorschlag, den Frau Geiler gerade nochmal beschrieben hat, zum Thema Gesundheitsbad, Verknüpfung mit ärztlichen Angeboten. Wir haben den Vorschlag, Betrieb als klassisches kommunales Bad, wo immer die Frage ist, welche Kompromisse muss man dann gegebenenfalls auch mit dem Denkmalschutz machen, wie kann man da zu einem Ergebnis auch gekommen, das hat ja auch unser Sportbürgermeister jetzt vor einigen Wochen nochmal stärker in die Debatte gebracht. Und es stellt sich natürlich immer die Frage, wer saniert eigentlich, wer ist am Ende dafür verantwortlich, wer bezahlt es auch, spielt die Stehsaat da eine Rolle oder eben auch nicht. Das sind Fragen, die müssen wir beantworten, aber ich glaube, sie müssen letztendlich auch dem Ziel dienen, was ich formuliert habe. Punkt Nummer 2 aus Sicht der SPD-Fraktion ist, wir müssen der Bürgerbeteiligung gerecht werden. Das sehr, sehr lebendige und sehr langjährige Engagement der Bürgerinitiative ist ja unverkennbar. Und ich glaube, auch wenn man im Detail und vielleicht auch manchmal in Grundsatzfragen unterschiedliche Positionen bei der Thematik hat, es ist unverkennbar, das Thema ist im städtischen Gedächtnis drin. Und es gibt eine Bürgerbeteiligungssatzung, die hier an dieser Stelle das erste Mal auch genutzt wurde. Und das verdient auch einfach Anerkennung. Da sind wir, glaube ich, auch in der Verantwortung, dann einen entsprechenden Prozess auch zu organisieren, der das auch mit entsprechend einfließen lässt. Und ich finde es auch gut, dass es da jetzt auch eine Verständigung
gibt, wie man da zu einem Verfahren kommt, dass es am 16. April ein Bürgerforum geben wird, wo man tatsächlich in angemessener Form auch das dann zusammenbinden kann. Und diesen Prozess, den müssen wir, glaube ich, als Stadtrat auch unterstützen. Punkt Nummer 3 aus Sicht der SPD-Fraktion: Wir wollen aber eine Entscheidung treffen, nämlich sehr, sehr zeitnah. Wir haben das im Bauausschuss sehr, sehr umfangreich diskutiert. Es ist unverkennbar, das Gebäude verliert an Substanz, insbesondere das Dach. Und es ist, glaube ich, an der Zeit, dort tatsächlich auch zu Entscheidungen zu kommen. Und aus unserer Sicht ist es wichtig, da tatsächlich bis Mitte Mai auch zu einem Resultat zu kommen. Zu diesem Zeitpunkt liegen uns die Prüfergebnisse der Stesat vor. Zu dem Zeitpunkt fand das Bürgerforum statt. Zu dem Zeitpunkt haben wir hoffentlich auch eine entsprechende Einschätzung der Verwaltung, wie sie auf das Thema blickt. Aber wir sind auch noch vor der Frist für die neuerliche Verkaufswertermittlung. Dann liegen die Fakten auf dem Tisch. Und ich glaube, es ist ein Stück weit auch unsere Verantwortung, dann tatsächlich zu einer Abwägung zu kommen. Es geht dann natürlich um die Frage, welchen Nutzen stiftet ein solches Gebäude für den Stadtteil. Es geht natürlich um die Frage, wie realisierbar ist ein Konzept auch. Und es geht natürlich auch um die Frage, wie finanziell untersetzt ist es. Und ich glaube, alle Beteiligten hier im Rat, in der Verwaltung und auch in der Stadtgesellschaft müssen dann natürlich bereit sein, im Zweifelsfall auch über ihren Schatten zu springen, um tatsächlich zu einem Ziel auch zu kommen. Weil aus meiner Sicht ist der absolute Worst Case, dass wir als Stadtrat nichts tun. Ich glaube, dieser Stadtrat wird sich keinen Gefallen tun, wenn wir keine Entscheidung treffen oder wenn wir uns in Formelkompromisse flüchten. Nein, ich glaube, wir müssen dann tatsächlich auch zusammenkommen und gucken, was ist die Variante, die wir tatsächlich auch gehen können. Und aus unserer Sicht ist weiterer Stillstand keine Option und wir sind da sehr, sehr gerne bereit, in den kommenden Wochen weiter an die Diskussion noch mitzuwirken, um da wirklich auch zu einem Resultat zu kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Engel. Als nächstes für die FDP-Fraktion Herr Blödner. Ja, sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Sachsenbad ist ja schon seit vielen Jahren eine nie endende Geschichte und exemplarisch, wie wir es hier in Dresden oft nicht hinbekommen, eine Entscheidung zu treffen und dann auch umzusetzen. Nach vielen Jahren des Verfalls ohne Aussicht auf Sanierung und finanzielle Mittel hatte man sich vor einigen Jahren durchgerungen, den Verkauf auszuschreiben, vorzugsweise als Gesundheitsbad. Es wurde sehr viel Aufwand betrieben, passende Angebote zu finden. Am Ende hat sich gezeigt, eine wirtschaftliche Sanierung und Betrieb als Bad sind finanziell nicht machbar. Jährliche Zuschüsse in Millionenhöhe wären nötig. Entsprechend gibt es jetzt nur einen Bieter, der noch bereit ist, das Sachsenbad zu übernehmen, allerdings ohne Badbetrieb. Aber wir hätten eine denkmalgerechte Sanierung, eine Nutzung, und die eine Belebung vor Ort verspricht und keine Kosten für die Stadt. Diese Entscheidung ist aber zeitnah zu treffen, da der Investor sonst irgendwann abspringt. Was haben nun die Anträge der Linken zum Ziel? Es geht letztlich einzig um Verzögerung, um den Investor zu verkraulen, und man hofft, dass er aufgibt. Und wenn man realistisch auf die Anträge schaut, das Thema Bürgerforum, wegen Corona war es oder ist es auch nach wie vor nur virtuell möglich. Das wurde von den Initiatoren abgelehnt. Wir hatten die Einwohnerversammlung dazu im November. Was noch anderweitig mit Anträgen rumwabert, ist das Thema Neuausschreibung von der Linksfraktion. Wie kommt irgendwer auf die Idee, dass dann die Ergebnisse besser werden könnten als mit diesem elendlangen Prozess, den wir bereits hatten? Das Thema ist insgesamt seit über 10 Jahren in der Diskussion, inklusive wirklich aller Optionen, auch derer, die jetzt erneut geprüft werden, wobei es keinerlei Gründe gibt, warum diesmal die Ergebnisse wieder andere sein sollten. Auch die Botschaft durch das Hü und Hott für Investoren ist eine katastrophale. Das beste Angebot abgegeben und dann überlegt man es sich doch wieder anders. Warum sollen sich Investoren noch hier in Dresden die Arbeit für Ausschreibungen machen, wenn man sich hinterher nicht dran gebunden gefühlt? Und wenn man sich dann die anderen Optionen anschaut, bleibt doch nur, es als Stadt selber zu machen. Und dann reden wir ganz schnell über Kosten im mittleren zweistelligen Millionenbetrag, wo keiner weiß, woher die momentan kommen sollen. Im Ergebnis würde das Gebäude einfach weiter verfallen und gar nichts passieren. Entsprechend ist jetzt der zeitnahe Verkauf, wie im Vorschlag der Verwaltung, für uns die einzig realistische Option. Entsprechend unterstützen wir diese als FDP-Fraktion und hoffen auf eine zeitnahe Abstimmung.
Alles andere, auch die anderen Anträge heute, werden unsererseits abgelehnt, da man es mittlerweile wirklich ausdiskutiert hat. Lasst uns das Gebäude durch den Verkauf sichern, das Denkmal vor allem schützen. Das Bäderthema steht auf einem anderen Blatt. Und wenn man sich beispielsweise das Gelände drumherum anschaut, bestehen ja durchaus gute Chancen für eine Neuordnung der Sportflächen unter Einbezug eines Badneubaus beispielsweise zu schauen, der ja für Pieschen auch aus unserer Sicht der FDP notwendig ist. Dann erhält man vielleicht ein Bad für einen Bruchteil der Kosten, kann es auch für einen Bruchteil der Kosten betreiben. Und wenn wir das ganz optimal planen und hinbekommen, dann haben wir vielleicht sogar ein neues Sachsenbad nebenan mit Blick auf ein wunderschön saniertes altes Sachsenbad-Denkmal, wo man dann dabei seine Runden schwimmen kann. Dann hätten wir eine Lösung, die allen gerecht wäre. Aber bei dem Baudenkmal, der Verfall zeigt, haben wir, glaube ich, jetzt nur die eine Lösung und die sollten wir jetzt gehen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Blüthner. Als nächstes für die Freien Wähler, Herr Nitsche, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben eine Aktuelle Stunde zum Sachsenbad, zur Zukunft des Sachsenbades und haben dort drei Schwerpunkte der Aussprache dastehen, zwei Anträge, die den Erhalt bzw. den Nichtverkauf des Sachsenbades zur Grundlage und zum Inhalt haben. Und wir haben eine Untersuchung zur Stesat draufstehen, die uns aktuell noch nicht vorliegt. Insoweit sind wir, das müssen wir ganz ehrlich zugeben, heute nur bedingt aussagekräftig. Im Zuge der heutigen Debatte werden wir noch über eine Stärkung der Demokratie reden, denn wir sind uns ja hier alle einig und der vorherige Stadtrat hat dazu auch noch so eine wunderbare Grundlage geschaffen. Bürgerbeteiligung muss gestärkt werden. Bürgerbeteiligung ist in den vergangenen Jahren ins Zentrum der politischen Debatte gerückt. Aber wir müssen auch sagen, warum? Denn Beteiligung, Partizipation schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist Kern von politischer Verantwortung. Wenn wir schon mal bei Verantwortung sind, muss man auch ganz ehrlich sein und sagen, die Stadt ist mit dem, was ihr von Generationen übergeben wurde, ziemlich schludrig umgegangen, wenn man auf Sachsenbad schaut. Seit 1994 wird das Gebäude dem Verfall preisgegeben. Mittlerweile hat man nach einem Käufer gesucht, auch einen Käufer gefunden und muss nun eine schwierige Entscheidung fällen. So ehrlich muss man sein. Das Sachsenbad in Pieschen im Stil der neuen Sachlichkeit errichtet, einer Sachlichkeit, die im übertragenen Sinne man sich auch manchmal hier im Haus wünscht, ist eines der modernsten Bäder der 20er Jahre gewesen. Es hat den Zweiten Weltkrieg überstanden, es hat die DDR überstanden, ohne Investitionen, war die ganze Zeit geöffnet, bis auf wenige Zeiträume und ist jetzt seit den 90er und 2000er Jahren leider nicht das, was es sein könnte, wie es vorhin angesprochen wurde vom Herrn Kühn. Und auch vom Herrn Würz, nämlich ein Bad, welches der Tradition, vielleicht der römischen Bäder sozusagen, gerecht wird, prunkvoll, luxuriös, auf jeden Fall mit einer ganz wichtigen Funktion, mit der Funktion der Gemeinschaft und der Kommunikation. Also, wir sehen, das Bad ist wichtig, es hat eine unheimlich wichtige Funktion für das Zusammenleben von Menschen. Kommunikation ist wichtig. Das wissen wir gerade heute in den Zeiten, in denen wir nicht so einfach kommunizieren können, wie wir das vielfach wollen. So. Man muss aber auch ehrlich sein und sagen, wie gehen wir jetzt mit der ganzen Sache um? Das Stesat-Gutachten, welches in dem Antrag vorkommt, in dem Antrag auf die Debatte, fehlt ja leider noch. Deswegen habe ich mal das Stesat-Gutachten aus dem Jahr 2009 angeschaut. Und in dem Stesat-Gutachten aus dem Jahr 2009, welches das Sachsenbad als gesundheitsorientiertes Schwimmbad nutzen möchte, wird von Kosten von 17 Millionen ausgegangen. Nun habe ich die Baukostenpreisindexe der letzten 12 Jahre nicht beachtet und auch nicht im Kopf und bin von runden 5% Baukostensteigerung ausgegangen. Dann wären wir im Vergleich zu den 17 Millionen Kosten, die wir im Jahr 2009 hatten, mittlerweile bei runden 28 Millionen Kosten angekommen.
für den Erhalt des Bades in seiner ursprünglichen Form, in seiner ursprünglichen Kubatur, mit einer sehr sinnvollen und auch sehr logischen Nutzung des Innenraums und mit dem mit der Schaffung eines 25 x 10 Meter Beckens, welches auch erlaubt, dass dort 4 Schwimmbahnen stattfinden. Aber wenn, dann zu Kosten, die in der Größenordnung von wahrscheinlich 28 Millionen liegen. Eventuell auch höher. Vielleicht sind es auch 30 Millionen, vielleicht sind es auch 40 Millionen. Wir wissen es nicht. Vielleicht kann uns heute noch jemand etwas detailliertere Auskunft dazu sagen, über was für Kosten wir denn überhaupt reden. So, ich komme zu meiner Zusammenfassung. Was ist wichtig? Die Stadt sollte sich schämen, weil sie mit ihrem Erbe so schlecht umgegangen ist. Wenn man vor 25 Jahren anders gebaut und geplant hätte, würde man wahrscheinlich heute nicht vor diesem Problem stehen und hätte auch schon passend investiert. Das lässt sich jetzt einfach sagen von hier und nach 25 Jahren. Aber man muss auch so ehrlich sein und diesen Fehler eingestehen. Wir sind ja jetzt gerade in der Woche, in der viele Fehler eingestanden wären. Auch diesen Fehler sollte man vielleicht eingestehen. Der zweite Punkt, der uns wichtig ist, Bürgerbeteiligung ist wichtig, ohne Partizipation kein Vertrauen. Der dritte Punkt, der wichtig ist, aus aktueller Sicht, ist der Verkauf der einzig richtige Punkt zum Erhalt des Gebäudes. Denn wir wissen nicht, was für Kosten vor uns liegen. Wir werden ja dann noch zu den einzelnen Anträgen kommen. Ich freue mich auf die weitere Debatte. Bis dahin. Vielen Dank. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Frau Bischofberger. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste am Bildschirm und liebe Mitglieder der Bürgerinitiative. Warum stehen wir heute hier? Weil der Verkauf eines bedeutenden städtischen Baudenkmals droht. Die grüne Stadtratsfraktion steht für den Erhalt des Sachsenbades in kommunaler Hand. Als Grüne streben wir eine nachhaltige Bodenpolitik an, gekoppelt mit einer gemeinwohlorientierten Stadtplanung. Wir sehen in kommunalem Eigentum einen wichtigen Hebel für die Gestaltung einer solidarischen und sozialen Stadt. Die Bedeutung des Sachsenbades für die Stadtgesellschaft hat Frau Geiler gerade eindrücklich beschrieben. Mir ist wichtig, die Rolle des Objektes für die Quartiersentwicklung noch kurz zu beleuchten. Es handelt sich beim Sachsenbad, wie wir heute auch schon gehört haben, eben nicht um ein einzelnes Gebäude, sondern um ein Gebäudeensemble bestehend aus dem Sachsenbad, der Wohnanlage, dem Park mit Spielplatz, dem Sportplatz und einer Kleingartenanlage. Und das ist vor knapp 100 Jahren so geplant worden und deswegen ein echt bedeutendes Denkmal sozialer Kommunalpolitik und ein vorbildliches Beispiel einer schon damals entstandenen gemeinwohlorientierten Stadtplanung, weil schon damals wurden wichtige Belange der Menschen beachtet und geplant. Dazu ist das Sachsenbad ein strategisches und wertvolles Grundstück. Durch seine zentrale Lage in einem Wohngebiet, bestens angeschlossen durch den ÖPNV und die Fernwärme, hat es eine Art Scharnierfunktion für die Entwicklung der Umgebung im direkten Anschluss. Bleibt das Sachsenbad in städtischem Besitz, hätten wir als Kommune es in der Hand, eine Aufwertung des gesamten Quartiers zu ermöglichen, und zwar in Verbindung mit den umliegenden Flächen. Ein Gesundheitsbad, so wie sich das die Bürgerinnen und Bürger wünschen, hätte sicher eine den Stadtteil belebende Funktion erfüllt. Diese von uns Grünen favorisierte Option steht leider nach der Konzeptausschreibung nicht zur Debatte. Deswegen hatten wir Grüne die Idee, die STESAT für die Prüfung weiterer Optionen zu Rate zu ziehen.
Vielen Dank übrigens an dieser Stelle an den Baubürgermeister Stefan Kühn und an den Oberbürgermeister, die diese Ideen aufgriffen. Ende März wird die Stesat uns ihre Überlegungen vorstellen und dann haben wir hoffentlich doch noch die Chance, zwischen verschiedenen Varianten zu wählen. Auch von meiner Seite meinen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an die Bürgerinitiative. Sie sind die erste Bürgerinitiative, die das Quorum für ein Bürgerforum angestrebt und erreicht hat. Mein ausdrücklicher Dank gilt auch der Bürgerinitiative und der Verwaltung, dass wir nun trotz der schwierigen Bedingungen durch Corona doch ein Bürgerforum erleben dürfen. Nach 25 oder es waren 27 Jahren, wurde gerade gesagt, Bürgerengagement gegen den Verkauf des Sachsenbades und für dessen Sanierung ist es wirklich wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger die Chance erhalten, dank der neu eingeführten Bürgerbeteiligungssatzung hier gehört und aktiv beteiligt zu werden. Wir stimmen dem Antrag zur Durchführung des Bürgerforums zu. Zum Abschluss möchte ich sagen, mir persönlich liegt das Sachsenbad sehr am Herzen. Tatsächlich bin ich seit 14 Jahren Teil der Bürgerinitiative. Gestartet hatte mein Engagement mit einer Kunstaktion am Sachsenbad. Ich hoffe sehr, wir finden eine neue Lösung mit dem Sachsenbad im kommunalen Eigentum. Den Linken möchte ich meinen Dank ausdrücken, vor allem dafür, dass sie im Haushalt 1 Million für den Erhalt des Sachsenbades verankert haben. Ich gehe davon aus, dass diese Million zum Startschuss für eine positive Entwicklung am Standort Sachsenbad wird. Vielen Dank, Frau Bischofberger. Für die CDU-Fraktion Herr Böhm, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, aktuelle Stunde zum Sachsenbad. Es war ein interessantes Thema, aber so richtig erschließt sich der Zeitpunkt für das Thema der Aktuellen Stunde nicht. Wurde schon verschiedentlich gesagt, weder liegen die Ergebnisse kürzlich beauftragter Variantenprüfung der Stesat vor, noch hat das nun für April terminierte Bürgerforum stattgefunden. Zudem hat der zuständige Bürgermeister Dr. Lames vor 3 Wochen im Rahmen der Fragestunde umfangreich über den aktuellen Stand von Seiten der Verwaltung informiert. Also was soll heute besprochen werden? Offensichtlich nur über 2 Anträge der Linken, welche keinen Verkauf, dafür eine Anhörung und eine längst terminierte Bürgerwerkstatt wollen. Außer dass alle Stadträte und Fraktionen ihre bereits bekannten Positionen erneut darstellen können, liegt der Neuigkeitswert und der Erkenntnisgewinn bei null. Seit über 20 Jahren ist das Sachsenbad geschlossen und dem Verfall preisgegeben. Und die Linken, die heute diese Stunde beantragt, waren in den letzten Jahren auch kein Motor für die Zukunft des Sachsenbades, sonst hätte das die Gestaltungsmehrheit damals problemlos umsetzen können. Wir als CDU-Fraktion haben bekanntermaßen 2016 einen Stadtratsbeschluss initiiert, womit die Verwaltung beauftragt wurde, verschiedene Nutzungskonzepte für eine Zukunft des Sachsenbades zu prüfen. Unser Antrag erhielt damals insbesondere Unterstützung durch den Kollegen Drews von der SPD, aber auch durch den Kollegen Martin Schulte-Wissemann und wurde damals mit breiter Mehrheit beschlossen. Das Weitere ist allseits bekannt. Es gab einen weiteren Stadtratsbeschluss für eine Konzeptausschreibung mit der Vorzugsvariante Gesundheitsbad bzw. mit alternativen Möglichkeiten. Es gab einen verbliebenen Bieter und nun eine Vorlage der Verwaltung für den Verkauf des Sachsenbades an einen privaten Investor, welcher leider kein Wasser ins Sachsenbad bringen möchte, jedoch ansonsten ein plausibles Zukunftskonzept vorgelegt hat. Die Vorzugsvariante der Verwaltung sorgt für viel Diskussionsstoff im Stadtteil, im Stadtbezirksbeirat und im Stadtrat und stößt insbesondere bei Schwimmbadbefürworterinnen logischerweise auf wenig Gegenliebe. Unsere Position ist relativ klar. Für uns war und ist von Anfang an ein Erhalt und eine Sanierung des Denkmals Sachsenbad und eine realistische Perspektive für ein Schwimmbad in Pieschen wichtig. Bislang hat uns die Verwaltung mit schöner Regelmäßigkeit erklärt, dass ein modernes Schwimmbad und das Denkmal Sachsenbad in der heutigen Zeit nicht mehr zusammenpassen würden.
weil die Sanierungs- und Unterhaltskosten viel zu hoch im Vergleich zu einem neuen Bau wären. Wir sehen daher bislang die beste Chance für den Erhalt des Baukörpers Sachsenbad bei einem Verkauf an den jetzigen Bieter und Umsetzung von dessen Planung. Jedoch möchten wir den Verkaufserlös von rund 1 Million Euro als Grundstock für Grunderwerb und Planung für ein neues Schwimmbad binden und so auch die ab 2025 angedachte Schwimmbadplanung in Pieschen befördern. Auch wenn es gern anders dargestellt wird, Flächenpotenziale für ein modernes Schwimmbad gibt es neben der Harkortstraße auch noch an anderen Stellen im Bereich Heidestraße, Alter Schlachthof oder auch auf der Hufewiese. So könnte man zwei Probleme gleichzeitig lösen, das Denkmal Sachsenbad erhalten und mit der Planung für ein neues Schwimmbad zeitnah beginnen. Nun gab es in den letzten Wochen diverse Ideen und Initiativen von verschiedenen Seiten. Die Grünen möchten das Konzept des privaten Investors in etwa kopieren und das Sachsenbad ohne Schwimmbad, zumindest war es bislang so, von der städtischen Tochter sanieren lassen. Nutzungsideen gibt es dabei nur vage und das Ganze soll kreditfinanziert werden. Da werden Erinnerungen an Wickmannhaus und Robotonkantine wach. Von diesem Vorschlag halten wir gar nichts, denn die Stesat muss erstmal das neue Verwaltungsgebäude und das Steuerstadion abfinanzieren und Bedarf an Praxen und Gewerbeflächen, anders als es hier dargestellt wurde, besteht in Pieschen nicht wirklich. Oschatzer Straße und aktuelle Projekte wie Marina Garten zeigen deutlich, wie gering die Nachfrage für Gewerbeflächen in Pieschen ist. Wir können diesem Konzept daher nicht näher treten. Die Linken möchten mit ihrem Antrag die Ausschreibung aufheben, neu ausschreiben und dabei einen großen Zuschuss der Stadt für die Betreibung ausloben. Neben beihilferechtlichen Problemen bleibt offen, welcher seriöse Bieter eine wirtschaftliche Badbetreibung vornehmen kann und die Frage der Finanzierung. Denn finanzielle Spielräume wird es auf unabsehbare Zeit weder im städtischen Haushalt noch im Finanzverbund der technischen Werke geben. Stichwort höhere Zuschüsse an DVB und die geringere Gewinnmarge. Im Gegensatz zu den Linken und neuerdings auch den Grünen halten wir wenig von immer neuen Schulden. Bürgermeister Kühn und Lames haben ja nun verschiedene Ideen aufgeworfen und diese unter anderem von der Stesat prüfen lassen. Die Ergebnisse der Prüfung liegen uns nicht vor, insoweit kann man aktuell schlecht darüber diskutieren. Von Seiten der Verwaltung soll eine andere Vorzugsvariante oder sollten von Seiten der Verwaltung eine andere Vorzugsvariante oder Alternativmöglichkeiten zur Zukunft vorgelegt werden, dann werden wir diese hinsichtlich Plausibilität, Umsetzungszeitraum und Finanzierung genau prüfen. Denn sollten wir als Räte uns gegen einen Verkauf in der jetzigen Form entscheiden, dann bedarf es dafür gute Gründe und insbesondere eine realistische andere Perspektive. Bislang sehen wir die so aber noch nicht. Letzter Satz. Wichtig ist für uns, dass wir nicht leichtfertig das einzig vorliegende Kaufangebot verspielen und zum Schluss alle mit leeren Händen dastehen und das Gebäude weitere 20 Jahre verfällt. Daran kann niemandem gelegen sein. Vielen Dank, Herr Böhm. Nächster Redner für die AfD-Fraktion ist Herr Gielke. Sehr geehrter erster Bürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner. Dieses Thema begleitet uns schon recht lange und ich hatte auch schon viele Gelegenheiten, mit recht vielen Menschen darüber zu sprechen. Besonders intensiv waren die Gespräche von den Menschen, die dieses Bad lieben, weil sie ihre Kindheitserinnerungen, ihre Kindheitserlebnisse dort haben. Diese haben sie mit mir geteilt und haben teilweise sehr plastisch erzählt, was sie dort erlebt haben. Das war ein unheimliches Gefühl, den Leuten zuzuhören, was sie gespürt haben, als die Tür aufging, was für ein Geruch in der Nase war, als sie das Wasser bestiegen haben. Ein unglaubliches Gefühl. Als ich diese Menschen fragte, wo wollen Sie eigentlich hin mit diesem Bad? Eine klare Antwort, bitte mach dieses Bad wieder so auf, wie es war. Ein Aspekt. Mit diesen selben Leuten habe ich ein weiteres Gespräch geführt und da ging es darum, was für Möglichkeiten es noch gibt, dieses Bad moderner, auch leistungsfähiger zu machen. Was allerdings bedeuten würde, dass das Bad, so wie Sie es von innen her kennen, nicht mehr wiederzuerkennen wäre. Blankes Entsetzen. Bitte nicht. Ein zweiter Aspekt. Und ich habe mit Menschen gesprochen, die keinen Bezug dazu haben. Und das sind nicht ganz wenige Menschen, weil seit 27 Jahren ist das Bad zu. Menschen um die 30 haben alle keinen Bezug mehr dazu. Das sind 3 Dekaden. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die sagen, wir wollen einfach ein Bad in Pieschen haben. Es muss leistungsfähig sein, es muss schön, es muss modern, es muss angenehm sein. Der nächste Aspekt. Fakt ist, seit 27 Jahren hat Dresden die Möglichkeit zu handeln.
In dieser Zeit hatte Dresden schlechtere wirtschaftliche Verhältnisse, aber auch deutlich bessere. Gehandelt hatte Dresden aber nicht. Jetzt haben wir die Situation eines Investors. Und Dresden geht mit Investoren nicht unbedingt sehr gut um. Da gibt es ein Negativbeispiel, genannt Globus als Beispiel. Aber diese wachsen nicht auf Bäumen. Man kann froh sein, wenn man diese Leute, wenn man diese Investoren hat. Und was kann dieser Investor leisten? Er baut dieses Haus wieder auf. Von außen bleibt es das, was es ist, allerdings wieder modernisiert, aktualisiert und kann sich wieder einfügen in Pieschen. Und es gibt die Möglichkeit dazu, dann zu sagen, wir bauen jetzt ein neues, modernes, leistungsgerechtes Bad für die Pieschner. Was immer wir wollen, wir sind der Dresdner Stadtrat, wir haben darüber zu befinden. Aber lassen Sie sich immer noch dies ein, was auf der Zunge zergehen. Seit 27 Jahren wurde nicht gehandelt. Warum jetzt auf einmal? Danke. Vielen Dank. Wir haben damit die Aktuelle Stunde absolviert.